So, ich schieb, glaube ich, noch ein Unboxing hinterher. Und zwar Paul Newman in The Hustler oder Haie der Großstadt. Ich habe euch ja vor kurzem das Steelbook zum geistigen Nachfolger Die Farbe des Geldes vorgestellt. Und jetzt hatte ich mir eben auch noch günstig das Steelbook zu diesem tollen Film bestellt. Eigentlich ein Meisterwerk mit einem Paul Newman zum Dahinschmelzen. Und ja, wir haben hier auch wieder diesen Schuber-Aufbau. Das Cover ist ganz cool. Wir schauen uns mal noch kurz die Rückseite an. Was sehen wir hier in Action beim Billardspielen? Und ja, 9 Oscar-Nominierungen gab es dafür. Da steht auch für was. Bester Film, Regie, Schauspieler, Schauspielerin, Supporting Actor. Genau, Kamera, adaptiertes Drehbuch und Art Direction. Ja, es hat sogar eine deutsche Tonspur, obwohl hier hinten drauf steht nur Englisch, DTS, HD Master Audio. Also es hat Deutsch und noch viele andere Tonspuren und geht 2 Stunden 10. Ja, dann würde ich sagen, löse ich mal die Folie und dann schauen wir uns das Ganze näher an. Okay, das ist der doppelte Boden mal anders. Ihr seht, hier ist kein Abschluss und hier ist eine fucking Delle drin. Alter, zum Kotzen. Dementsprechend, man kann jetzt hier das Steelbook so rausziehen einfach. Und dann hat man hier einen doppelten Boden. Also der Schuber setzt quasi nochmal den Text fort. Und ja, die Rückseite ist ja bekannt. Das Steelbook selber ist komplett matt gehalten. Mit einem Zitat, wie es so früher so gemacht wurde und auch dem Bild. Also es ist eher so auf Retro getrimmt, ist eigentlich ganz okay. Vielleicht nicht perfekt, aber prinzipiell vom Retro-Design ist es okay, das Steelbook, würde ich sagen, von dem Cover-Motiv. Hier leider eine ordentliche Delle, sehr schade. Dann haben wir hier die Spine mit The Hustler. Und hinten Paul Newman. Und ihr seht, wenn ich das so ins Licht halte, ganz schlechter Schwarzwert. Also da wurde beim Druck nicht gut gedruckt. Das ist dann doch ein bisschen schwach und hier auch ein bisschen eichwenig Bildinhalt. Ja, da machen wir mal auf. Und dann haben wir hier zum einen die Disc. Lege ich mal hier hin mit Paul Newman. Und dann haben wir hier ein schönes Innenmotiv. Film ist ja noch schwarz-weiß, was auch wirklich zu dieser Film-Noir-Atmosphäre beiträgt. Cooles Motiv. Ja, insgesamt ist das Steelbook, denke ich, okay. Passt jetzt halt gut in die Sammlung und den Film wollte ich eh schon immer mal besitzen, weil ich den Film echt liebe. Der ist großartig. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Anschauen und habt eine gute Zeit. Servus.